In Hongkong spitzt sich die Lage nach den Protesten weiter zu. Eine staatlich kontrollierte Zeitung Chinas hat eine Warnung an die Demonstranten niedergeschrieben. Demnach könnte die Protestbewegung mit Gewalt gestoppt werden. Wörtlich hieß es, Peking hat nicht beschlossen, gewaltsam gegen die Unruhen in Hongkong vorzugehen, aber es steht die Option zur Verfügung. Außerdem üben derzeit paramilitärische Einheiten in Shenzhen, nur 7 Kilometer von Hongkong entfernt. Hier seien Tausende Bewaffnete zusammengezogen worden.